Hey, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Afterlife auf diesem super tollen Geilo-Kanal. In dieser Folge habe ich, wie der Titel schon verrät, exakt richtig viel gemacht, nämlich ich habe nur gebaut. Also nicht nur, ne, ich habe auch geatmet währenddessen, aber ich habe gebaut. Es ist heute nichts Roleplay-mäßiges passiert, gestern war ja ein bisschen cooler, wegen den manchen Gesprächen. Und wie gesagt, an alle Mitspieler, ab hier bitte, wie gesagt, nicht mehr weiterschauen, ne? Meine Videos sind für euch tabu, außer es juckt euch nicht. Aber dann, wie gesagt, ne, müsst ihr es halt einfach überspielen, wenn irgendwelche Informationen zu euch gelangen, die ihr nicht wissen solltet. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge und auf bald. Hey, willkommen zu einer neuen Folge von Afterlife. Heute baue ich mein super tolles Baumhaus ein bisschen weiter, damit ich das hier oben wenigstens noch verschönern kann. So, ich habe mir überlegt, das vielleicht ein bisschen breiter zu machen, ne? Und ein bisschen quadratischer. Dann gehen wir jetzt mal runter und schauen uns das Ding mal von weiter weg an nochmal. Also von genau drunter zu gucken, sieht es echt nicht gut aus, da bin ich immer ehrlich, aber etwas weiter weg, wir können kurz bei Stine vorbeigucken, weil die auch Probleme gerade hat. Naja, ne. Ich finde, das ist besser als vorher. Aber so wundervoll ist es auch nicht. Aber naja, mal gucken. Vielleicht kann ich doch was dran ändern. Ich baue mal Äste dran, ne. Mal gucken. Ja, es ist halt immer noch Nacht, das ist halt einfach blöd. Aber ich find's schon mal okay. Ich kann jetzt da oben nochmal so eine Art Ding placen. Noch eine Treppe höher am besten. Heißt circa auf der Höhe hier. Heißt, ich hau das hier mal raus. Kann das ja dann auch ein bisschen 3D-mäßiger machen. Weil ich es ja logischerweise kann. So. Wie sieht's jetzt aus? Ist es wundervoll geworden? Okay, das nervt mich. Der Ast da oben nervt mich ein bisschen zu sehr. Den muss ich noch anders bauen. Der ist eins zu weit irgendwie. Der ist oben zu lang in meinen Augen. Den finde ich sogar echt ein bisschen cool, den Aster. Der ist cool geworden. So. Oh, da. Wie viel Arbeit macht er sich denn? Da ein Fehler drin. Ja. Aha. Das ist doch Vandalismus. 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 Da baue ich noch ein bisschen breiter, glaube ich. Also von nach unten. Der sieht hier sehr, sehr fest aus, muss ich sagen. Weißt du, den kann ich auch noch wieder mal ein bisschen unterstützen, so noch. Damit ich den noch nach unten setze. Der hier sieht viel zu lasch noch aus. Den muss ich noch ein bisschen stärker und stabiler machen. Genauso wunderschön wie den. Problem ist, ich kann den nicht dahin placen. Das kann ich nicht machen. Sonst habe ich nämlich keinen Platz mehr. Das heißt, ich baue so hin. Dann place ich da oben noch einen rein. Und hier auf die Seite mache ich jetzt auch noch mal ein bisschen was hin. Nämlich einmal den.
Und nochmal den. Das ist auch noch ein bisschen nach mehr aus. Schauen wir uns die beiden nochmal an. Ich weiß nicht, wo dieser Block herkommt. Aber, ach, da habe ich platziert, als ich runtergesprungen bin. Und der Baum ist neu dazu gewachsen. An sich, ich finde das schon mal cool eigentlich. Ich finde es echt schon mal cool. Und da oben muss das Holz noch weg. Okay. Ich wollte gerade schon fragen, was das da ist, ey. Okay, dann war's das vermutlich jetzt schon mal für die Hälfte der Folge, schätze ich mal. Und dann mal gucken, was ich noch beim nächsten Mal nochmal mache. Glück gehabt. Kein Glück gehabt. Aber ich hoffe, ich war jetzt nicht zu leise, weil ich habe sehr, sehr überlegt, die ganze Zeit gesprochen. Ist jetzt wahrscheinlich wieder nicht so spannend gewesen, ne? Das ist mir auch klar. Boah, ne, das gefällt mir auch echt kein Stück, ne? Uff. Okay, dann hat mein Baum wenigstens ein paar Äste schon mal. Wobei, guck mich mal an, du stehst voll dir da, ich bin in genau, Eisen. Dafür habe ich eine Strafzahlung genommen. Okay. Weil ich mich selbst ausgerüstet habe, als ich am Samstag völlig allein hier auf dem Server war. Oh Gott. Okay, ich bin an sich jetzt erstmal fertig, jetzt will ich noch ein bisschen Grünzeug mit hinschmücken um meinen Baum herum. Im Sinne von, die Folge ist halt schon noch nicht vorbei, ich habe noch ein paar Pläne. Ich wollte vielleicht auch so einen halben Weihnachtsbaum draus machen. Aber der Baum hier muss auf jeden Fall erstmal weg, weil der stört mich, der ist viel zu nah dran. Der ist tatsächlich echt viel zu nah dran. So, wie ich das Gras jetzt, also, ich hoffe, das verschwindet, oder? Das wird aber wahrscheinlich bleiben. Weil das verbunden ist, naja. An sich, wie mache ich das jetzt? Wie kann ich da jetzt sowas Grünes, ich kann es auf jeden Fall erstmal alles hier ablaufen und ein bisschen die Dinger hier ändern, aber das zeige ich euch nicht, das mache ich abseits. Weil naja, es ist jetzt nicht so wundervoll, da glaube ich zu gucken, wie ich hier den Baum ein bisschen umdekoriere. Von den Seitenverhältnissen hier, damit es ein bisschen eine andere Erscheinungsbild hat. Ich würde auch überall so Wurzeln noch platzieren, ne? Die habe ich jetzt aber auch ein bisschen hart vergessen. Kann ich die vielleicht noch irgendwie mit einbauen? Okay. So langsam gefällt mir der Baum immer mehr tatsächlich. So langsam gefällt er mir immer mehr. Ich habe auch eine Idee, dass ich so eine Lichterkette drum bauen kann mit Zäunen vielleicht, dachte ich mir. Zäune und roter Wolle. Wäre doch auch eine coole Idee. So, aber ich bin jetzt erstmal noch dabei. Oh, das gefällt mir sogar wirklich. Das gefällt mir echt stark sogar. Die verschiedenen, dass das Holz manchmal so raussticht in die falsche Richtung, so gesehen. Das gefällt mir sogar wirklich sehr. Da. So, ja, das kann ich ja erstmal so lassen dabei. Oh, hält sich in Grenzen, finde ich gut. Ja, hier eine Säule kann ich nochmal ändern vielleicht. Vielleicht hier unten so, die Säule, weißt du, so in die Richtung noch. Okay. Und dann finde ich, passt der Raum eigentlich auch. Und den ändere ich jetzt auch noch in der Richtung. Das war ein lustiger Moment gerade. Ich war für eine Millisekunde sehr erstaunt, was du da gemacht hast. Ich sollte vielleicht auch mal treffen. Okay.
ich noch was zu essen? Oh, oh ja, wow. Die Süßbären. Geil. Hopp. Zack. Okay. Nächster Raum. Ja. Oh. Ich war gerade bei deiner Kiste bei mir, aber da ist kein Kupfer drin. Darf ich hier unten gucken? Ja, natürlich. Dankeschön. Da nix. Da auch nicht. Nö. Und da auch nicht. Du hast gar keinen Kupfer. Natürlich. Oder habe ich das alles in deine Kiste getan? Ich hätte doch mal was. Ich habe doch extra was abgebaut. Hier ist nichts drin. Da auch nicht. Da auch nicht. Und bei dir, bei deiner Kiste, bei mir ist, glaube ich, auch nichts. Habe ich nur kurz reingelassen. Ja, ich hatte doch Kupfer gehabt. Ich habe doch mal als Witz da 58 in den Ofen rein am Anfang. Die habe ich ja immer noch behalten. Ich kann sein, dass ich sie schon verkraftet habe. Ich glaube, die hast du schon. Ich habe sie nicht gebraucht. Ich hätte sie auch nicht weggeschmissen. Weil ich brauche sie jetzt. Was sonst dann ist es nämlich so gut wie fertig jetzt schon. Da ist nichts drin, ich schau mal nochmal kurz hier drüben, vielleicht habe ich doch übersehen, aber nö. Ist es das Kupfer, was du hier schon bratest? Das habe ich schon, das habe ich gerade gecraftet, aber es reicht halt nicht. Ja, weil das ist halt genau 58, glaube ich, gewesen. Oder circa. Nee, das war ein Steak und 58. Den Steak habe ich schon weggebraten und 58 habe ich nochmal reingepackt. Ja, sorry, ich weiß nicht, was es ist. Also ich hab's eigentlich nie weggeschmissen. Okay. Tut mir leid, ja. Oh. Entschuldigung. Ich wollte nur ausziehen. War schön bei Ihnen. Ja, hier, dann nimmst du Ihr Bett mit. Ich bin jetzt schon weg, Sie werden mich nie wiedersehen. Ja, komm, können Sie bitte noch kurz neben mir schlafen? Bitte. Danke, mein Freund. Einmal. Das letzte Mal. Nee, doch, kein Bock mehr. Willst du mich veräppeln? Okay. Ich habe mir auch überlegt, irgendwie Gras an den Bäumen zu platzieren oder so, aber ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll. Ich habe mir vielleicht so einen Kranz überlegt, um den Baum zu ziehen. Na, wisst ihr, was ich meine? So ein Kranz mit den Teilen hier. Mit dem Laub, aber ob das so toll aussehen wird, weiß ich nicht. Aber ich könnte es ja mal machen. Okay, dann der letzte Feinschliff. So. Jetzt muss ich auf die andere Seite raus. Genau hier hin. Und noch ein bisschen höher. Okay. Passt so, so wollte ich es sogar haben. Okay. Gut Block, ja. Okay, komm her. Okay, da willst du. Ja, okay, da willst du. Da gerade für eine Sekunde, er will nicht eingesammelt werden. Ich dachte, der fühlt sich zu krass. Genau das, was ich wollte. Genau das, was ich wollte. Jetzt ziehen wir das Gras noch ein bisschen höher. Das Laub. Ob das so toll aussehen wird? Das ist eine gute Frage. Und auf was für gute Fragen hier immer kommt, Leute. Wie, ihr fragt gar nichts? Ich stelle das bloß selber? Ja, gut, ne? Ja, okay.
Alrighty, bin fertig. Ich habe jetzt einmal rumgezogen, habe jetzt einmal alles rumgezogen. Jetzt gehen wir nochmal runter. Oh. Jetzt geht ja nicht mehr. Sieht hier vorher noch recht kahl aus. Ich glaube, ich bin zu früh nach oben gegangen, oder? Das sieht von vorne sehr, sehr wenig grün aus eigentlich. Weil schaut mal, ich bin einmal hier rum und dann da rausgekommen und ich bin einmal hier rum und da rausgekommen. Ich finde noch so ein Mittelding, ne? Aber da könnte ich ja einfach so random noch was platzieren eigentlich. So auf der Höhe. So finde ich es eigentlich okay. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Ich mache aber da noch ein bisschen was weg, das ist mir jetzt das kommt mir auch ein bisschen zu viel vor hier. Alright. Okay. Und dann beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich was mit King of Ender machen, wie ich gesagt habe. Das ist vielleicht ein bisschen spannender als diese Folge. Aber ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen bei euch. Dankeschön, weil ihr noch ein bisschen eingeguckt habt. Finde ich super. Es macht Spaß zu bauen, aber ich glaube, zum Zugucken ist es halt nicht so spannend, ne? Aber sowas gibt es halt leider auch. Aber ich gehe jetzt auch gleich offline. Ich glaube, der Server ist eh jetzt ein bisschen länger noch on, aber es ist jetzt mir jetzt ein bisschen egal. Ich bin auch müde und möchte in mein Bett hüpfen. Beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall gucken, ob ich was mit King of Ender machen kann. Und wenn nicht, wenn wir nichts Mafia-mäßiges machen können, dann werde ich gucken, ob ich hier vielleicht einen Weihnachtsbaum draus machen kann. Mit der Idee, oben einen gelben Stern hinzusetzen. Domi hat bestimmt ein bisschen Wolle, der wird bestimmt was abgeben. Dann hole ich mir noch rot und weiße Wolle und mache halt hier und blaue vielleicht und schmücke ich ein bisschen meinen Baum. Da habe ich so einen kleinen Weihnachtsbaum. Ist auch eine schöne Idee. Das muss ich noch wegmachen, das ist mir ein bisschen zu viel. Mach ich jetzt noch. Okay, aua. Ich brauche was anderes zu essen. Diese Süßbären sind wirklich nicht sättigend. Kein Stück. Kein einziges Mal. Bin ich wirklich froh, wenn ich die essen kann. So, ja, passt. Okay. Ich hole mir jetzt kurz noch eine Meinung von Domi ab. Vielleicht, wenn Domi jetzt gerade Zeit hat, dann lass ich noch kurz meinen Baum bewerten. Gucken wir mal. Ich sag ihm, er soll mir eine Note von 1 bis 6 geben. Die deutschen Noten einfach. Oder ich lasse das Punktesystem. Domi? Domi? Ja, ich bin gerade schon wieder erschrocken. Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Okay. Also ich, warte kurz. Ich muss noch kurz zu meinen Zuschauern sagen. Ich glaube, er gibt mir 7 Punkte. Also ich habe jetzt kurz mal herausgefunden, wie viele Punkte du mir gleich geben wirst. Ich brauche nämlich deine Hilfe. Ich möchte, dass du mein Haus bewertest von 1 bis 10 Punkten. Ehrlich, wie du bist. Wenn du sagst 1 Punkt, dann ist es 1 Punkt. Wenn du sagst 10 Punkte, dann ist es 10 Punkte, okay? Alles klar. Alles gut, störe ich dich gerade im Chat? Nochmal, ich habe jetzt zugehört, aber ich habe es nicht verstanden. Okay. Du kannst sagen 1 Punkt oder auch 10 Punkte, ist mir egal. Hauptsache, du bist ehrlich. Ja, okay. Ja, und ich predikte deine Punktzahl schon mal vor. Ich habe gerade eine Punktzahl gesagt, die du sagen wirst, und die wirst du jetzt wahrscheinlich auch nennen. Okay. Das ist mir wichtig, weil dann kann ich Menschen durchschauen. Cool. Schau das Haus an. Boah, es sieht eigentlich cool aus, ne? Mit den Armen hier, obwohl das Äste sein sollen, aber es sieht eigentlich cool aus. Mhm. Warte, ich muss von weiter hinten gucken. Ja, die Bäume sind ein bisschen im Weg, das tut mir ein bisschen leid. Ja, okay, von hier sehen wir nichts. Ja, ich muss die Bäume noch aufholzen. Ich muss hier drüben gucken. Oder? Das könnte theoretisch auch so ein Baumensch sein. Irgendwie so ein brauner Teddybär. Ein brauner Teddybär. Irgendwie so ein braunen, hellbrauner. Ich hab nicht nach ihrer Meinung gefragt, ich wollte bloß Punkte wissen. Okay. Aber ja, aber ich finde, das ist echt, was du siehst, ist echt cool, weil ich sehe das sogar auch ein bisschen. Ich sag mal 7 Punkte. Weißt du, wie viel ich gesagt habe, was du sagen wirst, wie viele Punkte du mir geben wirst? Ich schätze mal 7. Ich habe 7 gesagt, ja. Oh, ich habe gerade überlegt zwischen 6 und 8, aber ich dachte, eins davon hättest du gesagt. Nee, also eine 8 wird's werden, weil ich will noch eine Lichterkette drumherum placen. Für Weihnachtsbaum. Oh. Und einen Stern nach oben hauen. Oh. Oh, wird cool. Aus Goldblöcken? Natürlich aus Goldblöcken, was ist sonst? Okay, also dann danke für die 7 Punkte, finde ich super, dankeschön. Ja, kein Problem. Haben Sie noch einen schönen Tag? Hey, kannst du mal wieder ganz kurz zu meinem Gerichtsgebäude rüberlunzen? Ciao, ciao.